Herzlich willkommen zu einem neuen Rezeptvideo hier bei Oles Barbecue. Heute gibt es mal wieder ein Rezept aus dem Internet und zwar machen wir richtig schöne Zwiebelburger. Und wie das geht und was wir dazu brauchen, das zeige ich euch jetzt. Wie schon gesagt, das Rezept habe ich selber im Internet gesehen und probiere das jetzt heute zum ersten Mal aus. Und am Ende sage ich euch meine ehrliche Meinung dazu, ob der Burger schmeckt oder ob man es besser lassen kann. An Zutaten brauchen wir gar nicht viel. Ich habe hier insgesamt jetzt 600 Gramm Rinderhack, habe mir daraus so 100 Gramm schwere Kugeln gemacht. Da wir den Burger nachher so ein bisschen smashen, finde ich immer schöner, als sie vorher in der Burgerpresse zu quetschen. Dann Gemüsezwiebeln, die habe ich so ungefähr einen halben Zentimeter dick geschnitten. Schön so, dass sie nicht auseinanderfallen. Das Ganze machen wir auf der Plansche, könnt ihr aber genauso gut auch in der Pfanne oder auf dem Grill machen. Würde ich sagen, schmeißen wir die Plansche an und starten einfach. Während die Plansche hochheizt, habe ich hier schon so eine Big Mac Style Soße gemacht. Das ist ganz einfach. Alle Zutaten auch dafür unter dem Video. Und sonst gibt es zur Soße auch ein YouTube Short. Ganz grob gesagt, das sind 3 Esslöffel Mayo, so 1,5 Esslöffel Ketchup, paar Zwiebeln, bisschen Gurke, bisschen Senf, Essig, abschmecken mit Pfeffer und Salz, fertig. Also ganz simpel, aber es schmeckt richtig gut. Mache ich gerne für Burger. So, die Plansche ist hochgeheizt, sie läuft bei mir jetzt so auf mittlerer Temperatur. Dann legen wir erst einmal die Zwiebelringe auf. 4 Stück an der Zahl, weil wir für oben und unten die Zwiebeln als Patty-Ersatz nehmen. Und die lassen wir jetzt erstmal richtig schön braun werden. So, die Zwiebeln liegen jetzt so ungefähr 1,5 bis 2 Minuten drauf. Jetzt drehst du einmal um, man muss einmal aufpassen, dass sie nicht auseinanderfallen. Ihr seht schon, hier ist es passiert, das ist aber gar nicht schlimm. Das legen wir einfach wieder rein. Und dann geht es bei der anderen Seite weiter. Damit die Zwiebeln ein bisschen Geschmack haben, kommt einmal noch ein bisschen Pfeffer und Salz drüber. Man könnte sie rein theoretisch wahrscheinlich auch noch karamellisieren, aber das schenke ich mir jetzt mal, weil wir den puren Zwiebelgeschmack haben wollen. Und als nächstes legen wir dann das Hack mit auf. Wir machen natürlich Double Burger, damit das mit dem Verhältnis mit der Zwiebel gut passt. Wenn ihr nur ein Burger Patty nehmt, dann macht auf jeden Fall die Zwiebel etwas dünner, damit das Verhältnis wirklich passt. Weil ich glaube, sonst wird es einfach zu zwiebelig. So, die Patties, habe ich ja gesagt, die smashe ich immer ganz gerne. Dann kann man sich das Fressen einfach schenken. So, jetzt geht's weiter. Wieder jede Seite 1 bis 2 Minuten. So, dann drehen wir die Burger Patties mal um. Ja, die sehen doch schon perfekt aus. So sollen sie aussehen. Das Ganze nochmal von der anderen Seite. Wieder so 1-2 Minuten und dann geht's weiter mit dem Käse. So, lege ich das hier eben alles ein bisschen zur Seite. Dann können wir uns die Burger hier direkt auf der Plansche zusammenbauen. Wie gesagt, das könnt ihr natürlich genauso auch in der Pfanne machen. Hier, das ist so ein bisschen auseinandergefallen. Das baue ich mal eben wieder zusammen. Wuppdiwupp. Ich drehe die Zwiebeln auch noch einmal um. Hier sieht man schon, die sind schön angeröstet. Genauso wie es sein soll. So war es in dem Video auch. So, jetzt ein Burger Patty drauf. Eine Scheibe Käse, was ihr da nehmt, ist eigentlich völlig egal. Könnt auch Cheddar nehmen. Ich nehme jetzt den Mix aus Gouda und Cheddar. Das sind einfach nur diese Sandwich-Scheiben, ganz einfach. So, da ist der erste Burger schon zusammengebaut. Das machen wir natürlich mit dem zweiten auch noch. Und dann packe ich jetzt hier noch diese Burgerglocken drüber. Wenn ihr die nicht habt, ist es aber auch wirklich nicht so schlimm. So, Glocke drüber, dann kann der Käse richtig schön verlaufen. Das Ganze lassen wir jetzt mal für 1-2 Minuten. Während die Burger hinten einmal durchziehen, habe ich hier noch einen Trick für euch.
Ich habe hier Backpapier, das habe ich einmal geknüttelt, dann gefaltet. Und wenn ihr jetzt so einen richtig schmierigen Burger habt oder sowas ohne Brötchen, können wir den gleich perfekt wie in so eine, sag mal, Dönertasche hier reinstecken und es läuft nichts raus. So, jetzt hole ich einen von den Burgern hier vorne hin und euch gleich mit. So sieht der fertige Burger aus. Ich finde, das kann sich doch sehen lassen. Oben und unten schön die Zwiebeln. Da kommt jetzt gleich noch ein bisschen von der Soße drüber. Und dann werde ich mal probieren. So, dann will ich mal mein Glück probieren. Ihr wollt ja bestimmt sehen, wie ich mich richtig zuschlabber. Hier vorne mache ich jetzt immer für jeden Bissen so ein bisschen Soße mit drauf. Und dann würde ich sagen, rein in die gute Stube. Ist immer schön, wenn der Bart mit ist, ne? So, aber Fazit zu dem Burger. Ich bin total überrascht. Mir fehlt das Brötchen nicht. Das ist auf jeden Fall eine super Alternative und vor allem ganz einfach gemacht. Egal, ob eben schnell zu Hause, in der Küche, in der Pfanne oder auf der Arbeit in der Mittagspause. Das Ding ist auf jeden Fall richtig, richtig lecker. Passt auf, dass ihr das Verhältnis mit der Zwiebel und dem Fleisch so ein bisschen einhaltet, dass ihr nicht nachher so dicke Zwiebel habt und dann nur so ein dünnes Patty. Das würde ich nicht machen, dann schmeckt es nachher zu zwiebelig. Ansonsten, super Gericht. Ich werde den Burger jetzt genießen und hoffe, dass ihr meinen Kanal abonniert. Wir uns bei meinen nächsten Rezept- und Grillvideos hier bei Ulles Barbecue wiedersehen. Bis dahin, ciao!